Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal der Hierophant zum sechsten Teil meiner Lesung über die Ura chronik Und wie ich es bereits bei den vorhergehenden Teilen gehalten habe, gehen wir jetzt direkt als Einstieg für dieses Video in die Lesung. Dies steht auf Schreibfilz geschrieben, rede und antwort den anderen meiden zu einem Vorbilde. Ein ungeselliger, geiziger Mann kam zu Trost. Die Maid war zu Stavia, um sich zu beklagen. Er sagte, Unwetter hätte sein Haus weggeführt. Er hätte zu Vralda gebetet, aber Vralda hätte ihm keine Hilfe verliehen. Bist du ein echter Frias? fragte Trost. Von Eltern auf Eltern, antwortete der Mann. Dann sagte sie, will ich etwas in dein Gemüt sehen, im Vertrauen, dass es Keimen wachsen und Früchte tragen mag. Für das sprach sie und sagte: Also zur Belehrung der Nachwelt und ähm, wenn es ein wirklich wichtiges Ereignis war für das Glaubensgebäude der Kinder Frias oder eben ihre Sicht auf die Welt, dann wurde das eine oder andere aufgezeichnet und erhalten. Und so war es wohl auch bei diesem Gespräch. Also die Mutter, die dieses Gespräch führte, hieß Trost und es kam ein ungeselliger und geiziger Mann. Also einer, der nicht gerne, das werden wir dann auch im weiteren Verlauf des Gesprächs kennenlernen, mit anderen Menschen zusammen war, aus Furcht, dass er etwas geben müsste. Dass er von dem, was er angehäuft und zusammengerafft hat, abgeben müsste. Und dieser Mann... Beklagt sich nun bei der Mutter, dass bei einer Überschwemmung sein Haus mitgerissen wurde und zerstört wurde. Und obwohl er Vralda zu Hilfe gerufen hätte, also um Vraldas Hilfe gebetet hat, wurde ihm keine Hilfe zuteil. Und jetzt ist es sehr interessant, die Antwort der Mutter kennenzulernen und auch ein wenig zu analysieren. Wir lesen also weiter. Als Fria geboren ward, stand unsere Mutter da, nackt und bloß, ungeschützt gegen die Strahlen der Sonne. Da erwirkte Wralda in ihrem Gemüt Neigung und Liebe, Angst und Schrecken. Sie sah um sich, ihre Neigung wählte das Beste und sie suchte Schutz unter der schirmenden Linde. Aber Regen kam und sie wurde nass. Jedoch hatte sie gesehen, wie das Wasser an den Blättern herabträufelte. Nun machte sie ein Dach mit abhängenden Seiten, auf starken machte sie das. Aber der Sturmwind kam und blies den Regen darunter. Nun hatte sie gesehen, dass der Stamm Schutz gab. Also auf Antwort auf das Klagen des Mannes erzählt die Mutter Trost nun eine Geschichte. Und zwar die Geschichte der sozusagen Urmutter die Geschichte von Fria was geschah als sie ins Dasein kam und als ihr von Valda Denkfähigkeit Intelligenz Einsicht verliehen wurde sie stand also quasi bloß da ohne Schutz ohne Haus ohne Bekleidung und äh, es regnete und offensichtlich nach einer gewissen Zeit als äh, Fria dann erkannte ja das ist ähm, nicht gut, wenn ich mich permanent im Regen aufhalte, ich möchte nicht andauernd nass sein, sah sie sich um und erkannte, dass die Blätter der Bäume wasserabweisend waren, also sozusagen wasserdicht. Und sie sah, wie die Tropfen des Regens an den Blättern herabfielen und dann zur Erde fielen, aber ein gewisser Bereich unter einem Baum eben trocken war. Und so kam sie auf die Idee, dass sie nun also sich verschiedene Äste nahm und sich eine Art Dach, baute, die Äste zusammenlegte, um so vor dem Regen geschützt zu sein. Allerdings tat sich jetzt ein weiteres Problem auf, nämlich das Problem, dass der Wind die zusammengelegten Äste wieder auseinander blies, beziehungsweise der Wind blies den Regen unter dieses Dach, das sie konstruiert hatte. Also musste eine weitere Lösung her und ähm, ja, anstatt dass Fria jetzt sich quasi hinsetzte und sagte, bitte hilf mir doch einer oder eben zu Wralda betete, bitte bau du mir ein äh, Haus, einen Regenschutz, dachte sie einfach nach und unternahm praktischerweise die nächsten Schritte. Demnach ging sie hin und machte eine Wand von Schollen und Soden, erst an einer Seite und fürder an allen Seiten. Sturmwind kam zurück, wütender als bevor und blies das Dach weg. So, also der nächste Schritt der Problemlösung war, dass sie dann eben mit Zweigen eine Art ähm, Mauer, eine Art Fassade, einen Schutz gegen den Sturmwind, der den Regen unter das Dach blies, fertigte, konstruierte, baute. Dann kam allerdings der Sturmwind noch stärker zurück und ihre gesamte Konstruktion fiel sozusagen zusammen. Das Dach wurde also weggeblasen. Aber auch hier, und das wird jetzt in dem nächsten Text deutlich, setzte sich äh, früher nicht auf den Boden und weinte und sagte, hilf mir doch bitte einer, sondern sie wurde selber tätig. Wir lesen also weiter. Doch sie klagte nicht über Vralda, noch wieder Vralda, sondern sie machte ein Röhricht-Dach und legte Steine darauf. Als sie befand, wie hart es ist, sich allein plagen zu müssen, bedeutete sie ihren Kindern, wie und weshalb sie es getan hätte. Die wirkten und dachten zusammen. Auf solche Weise sind wir zu einem Hause mit einer schützenden Linde wieder die Sonnenstrahlen gekommen. Zuletzt haben sie eine Burg gemacht und für da alles andere. Also als Frier dann noch einmal nachdachte über die Arbeit, die es zu tun gilt, da erkannte sie, dass ähm, es alleine nicht so günstig ist. Sie involvierte also ihre Kinder, man dachte zusammen nach und man äh, fand zusammen eine Lösung. Man machte also ein Röhrichtdach, beschwerte es mit Steinen in einer Art und Weise, dass eben ein Sturm es nicht wegblasen konnte. Und so hatte man nicht nur Schutz gegen Regen, sondern man hatte auch Schutz gegen Sonne. Und ja, vielleicht kann man das all den Menschen. Mal ans Herz legen, selbst aktiv tätig zu werden, die nach einer Naturkatastrophe, und da spreche ich jetzt nicht von den Menschen Mitteleuropas, sondern von den Menschen, die schon seit Jahrtausenden die Hand aufhalten und Hilfe haben wollen, dann eben vor ihrem Haus sitzen, alles ist kaputt, und anstelle, dass sie dann in die Hände spucken und aufbauen, jammern sie und sagen, uns hilft keiner, und finden sich dann mit ihrer Situation ab. Also, früher war anders viele menschen sind auch wiederum anders als früher aber irgendwann werden sie erkennen müssen dass hilfe zur selbsthilfe ähm, nicht immer kommen kann und äh, vor allen dingen dass äh, hilfe ohne selbsthilfe auf die dauer gegen die göttliche ordnung steht und auch nicht äh, gelingen haben kann auch wenn es jetzt vielleicht für viele jahrzehnte vielleicht sogar für jahrhunderte für diese menschen gut geklappt hat dass immer jemand von außen kam der ihnen die arbeit Abnahm. Aber es ist die Verantwortung eines jeden Menschen. Wir lesen weiter. Ist dein Haus nicht stark genug gewesen, so musst du versuchen, es besser zu machen. Mein Haus war stark genug, sagte er, aber das hohe Wasser hat es aufgehoben und Sturmwind hat das andere getan. Wo stand dein Haus dann? fragte Trost. Längs des Rheins, sagte der Mann. Stand es dann nicht auf einem Nol oder einer Terp? fragte Trost. Nein, sagte er. Mein Haus stand einsam am Ufer. Allein habe ich es gebaut, aber ich konnte allein dort keine Terp machen. Ich wusste es wohl, sagte Trost. Die Meiden haben es mir berichtet. Du hast all dein Leben einen Widerwillen gegen die Menschen gehabt, aus Furcht, dass du etwas geben oder für sie tun müsstest. Doch damit kann man nicht weit kommen. Denn Wralda, der mild ist, kehret sich von den Geizigen ab. Fester hat es uns geraten und über den Toren aller Burgen steht es geschrieben. Bist du arg Nutzbedacht, sagte Fester, behüte dann deinen Nächsten, hilf dann deinen Nächsten, so werden sie es wieder tun. Ist dieser Rat nicht genug, ich weiß für dich keinen besseren. Schamrot ward der Mann und er zog still von dannen. Also jetzt Entwickelt sich ein Gespräch. Trost will wissen, wie war das mit deinem Haus? War es stabil genug? Ja, sagt der Mann, es war stabil genug. Aber das Hochwasser des Rheins hob es hoch und der Sturmwind blies es dann einfach weg. Und jetzt will die äh, Mutter wissen, ja, ähm, hast du es denn nicht auf einer befestigten Stätte, also auf einem Nol oder einem Terp gebaut? Und dann sagt der Mann, nein. Er stand einsam am Ufer und ich allein habe nicht geschafft, eine Terp anzulegen. Also, um eine Terp oder ein Nol anzulegen, muss man also gemeinschaftlich tätig werden. Da ging es wahrscheinlich um eine Art Aufschüttung, um eine Art Deich, um eine Art Erhebung. Und die Erdarbeiten konnte er wohl als Einzelner nicht leisten. Er hätte also die Hilfe der Gemeinschaft gebraucht. Aber die Hilfe der Gemeinschaft hat er nicht gewollt. Und er hatte einen bestimmten Ruf. Und aus diesem Grund sagte ihm dann die Mutter, ja, wir kennen dich und ich weiß von deinem Ruf. Du hast dein Haus abseits von den anderen gebaut, weil du nicht teilen willst. Du bist geizig und willst nicht hergeben. Du willst keine Hilfe von anderen, weil dann müsstest du ja ihnen helfen. Du willst für dich allein sein, du bist ein Eigenbrödler und das ist der Grund, warum dein Haus kaputt gegangen ist. Und das ist auch der Grund, warum Vralda dir nicht geholfen hat, weil Vralda mag keine Geizhälse. Es gibt einen Bibeltext, ich denke Psalm 45, wo es heißt, dass Gott seine Hand öffnet und das Begehren aller Lebendigen, alles Lebens, also Pflanzen, Tiere, Menschen, sättigt. Und wenn wir bei diesem Bild bleiben, eine Hand zu öffnen, um etwas zu geben, dann ist die Hand offen, man kann etwas entnehmen, aber die Hand ist auch offen, man kann etwas hineinlegen. Und dieser Mann hatte offensichtlich seine Hand fest zu einer Faust verschlossen. Da gab es nichts zu nehmen. Alles das, was er hatte, hielt er fest in seiner Faust verschlossen. Und wiewohl äh, er eben halt auch nichts geben konnte oder wollte, so konnte er auch nichts empfangen. Und das war der tiefere Grund für sein Unglück. Und er sollte diese Lektion nehmen und sollte lernen, sich mit den Menschen zu arrangieren. Es ist durchaus davon auszugehen, dass die nächste Zeit für uns auch schwierig werden kann. Und dass wir aufeinander angewiesen sind. Und deshalb ist dieses Beispiel für uns auch ein gutes Lehrstück, dass wir äh, um eine gute Zusammenarbeit in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, äh, in der Gegend, in der wir wohnen, vielleicht in unserem Wohnhaus, in dem wir wohnen, bedacht sind, weil wir werden uns brauchen. Für denjenigen, der ein gutes soziales Netzwerk hat, werden die kommenden Verwerfungen, Leichter zu stemmen sein als für jemand, der eigenbrödlerisch für sich alleine steht und äh, keine Hilfe gibt und dann eben aber auch keine Hilfe bekommt. Wir lesen weiter. Aus dem Buch der Folger Adelas. Was hier unten steht, ist in die Wande der Waraburg geritzt. Was hier oben steht, sind die Zeichen des Jules. Das ist das älteste Sinnbild Vraldas. Auch von dem Anfang oder dem Beginne, woraus die Zeit kam. Dieser ist der Kroder, der Kronos, der ewig mit dem Jul umlaufen muss. Danach hat Frier die Standschrift gemacht, die sie gebrauchte zu ihrem Text, also Rad. Ja, jetzt kommen wir also erneut auf die Begriffe Kroda und Jul. Das Jul wird als ein Rad dargestellt mit Speichen vielleicht das Lebensrad als Symbol des sich ständig äh, wiederholenden Kreislaufs des Lebens und der Groder, die Zeit ist natürlich eng mit diesem Julrad verknüpft denn die Kreisläufe des Lebens folgen auch einer bestimmten zeitlichen Abfolge im Frühjahr sprießt alles im Frühjahr gedeiht alles im Sommer steht es dann in voller Pracht. Im Herbst wird geerntet und im Winter ruht die Natur. So hat also dieses Julrad äh, eine enge Verbindung zur Zeit. Das Julrad steht aber auch für Epochen, also die Speichen dieses Rades. Man kann sich das Julrad, wenn man es sich vorstellen möchte, vielleicht als ähm, Rad einer Kutsche mit äh, acht Speichen, zehn Speichen, sechs Speichen, wie auch immer, vorstellen. Und so eine Speiche steht halt immer auch für. Äh, Epochen vielleicht sogar für 1000 Jahre oder mehr. Und äh, ja, also der Jule und sein Kroda begegnen uns jetzt wiederholt äh, in der Erzählung der uralinderchronik Chronik, in die wir jetzt so nach und nach eintreten. Wir lesen also weiter. Als fester Ehrenmutter war, hat sie die runenschrift oder laufende Schrift davon gemacht. Also ähm, die sozusagen Urehrenmutter der äh, frierschen Zivilisation, Festa, wird hier als ähm, Quelle der Runenschrift gekennzeichnet. Also offensichtlich wurde in ihrer Epoche die Runenschrift erfunden und ähm, begann man eben Schrift zu benutzen. Wir lesen weiter. Der Weißkönig, das ist Seekönig Gottfried der Alte, hat davon die absonderlichen Zahl Nenner Zahlzeichen gemacht für Stand und Ruhenschrift beide. Darum ist es nicht zu so viel, dass wir jährlich einmal deren halben fest feiern. Wir dürfen Wralder ewig Dankwein, dass er seinen Geist so stark über unsere Ahnen hat fahren lassen. Also, die Fester hat die Schrift erfunden. Als Mutter kümmert sie sich natürlich um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und äh, der Seekönig, der ja mit dem Handel beschäftigt war, hat die Zahlen erfunden. Und offensichtlich gab es einmal im Jahr sozusagen ein Ehrenfest zu Ehren dieser beiden, die äh, dem Volk eine Art zu schreiben und eine Art zu rechnen zur Verfügung stellten. Und wir wissen, dass Runen auch eine starke energetische Wirkung haben, dass ähm, man mit Runen auch schwarze Magie betreiben kann und dass die Runen generell ähm, in ihrer Vollständigkeit alle energetischen Aspekte des Lebens darstellen und abbilden. Es gibt also sozusagen positive Runen und negative Runen, wobei positiv und negativ nicht das richtige Wort ist, weil Energien an und für sich sind nicht positiv und negativ. Sie sind einfach vorhanden. Aber sagen wir es so, die Runen stellen förderliche Energien und hemmende Energien dar. Vielleicht ist das das bessere Wort. Und das wussten unsere Ahnen und deshalb haben sie auch einmal im Jahr ein Dankfest gefeiert. Wir lesen weiter. In ihrer Zeit hat Finder auch eine Schrift erfunden, aber das war so hochfahrend und voll Kräuseln und Kringeln dass die Nachkommen deren Bedeutung bald verloren haben. Nachdem haben sie unsere Schrift gelernt, mit Namen die Finnen, die Thürier und die Kreckerländer. Aber sie wussten es nicht gut, dass es von dem Jul gemacht war und dass es darum allzeit geschrieben werden musste mit der Sonne herum. Dabei wollten sie, dass ihre Schrift unlesbar sein sollte für das andere Volk, denn sie haben ihre Geheimnisse. Indem sie also taten, sind sie sehr aus der Weise geraten dermaßen, dass die Kinder die Schriften ihrer Eltern schwerlich lesen konnten, während wir unsere allerältesten Schriften ebenso leicht lesen können als diejenigen, welche gestern geschrieben sind. So, also die Kinder Finders, die bis heute alles nachahmen, was die Kinder Frias erfinden. Wir müssen nur an das Wort getürkt denken oder an äh, den Ideenklau, den die Chinesen jetzt seit Jahrzehnten betreiben haben also auch angefangen, eine Schrift zu erfinden. Sie haben gesehen, dass die Kinder Frias eine Schrift benutzen und äh, das mussten sie dann also auch haben. Natürlich wollten sie nicht die Schrift der Kinder Frias benutzen, ähm, weil darin ja äh, sehr viele Wahrheiten und positive Energien sind und das können sie für ihr moralisches Niveau, auf dem sie sich bewegen, nicht gebrauchen. Zu viel Ehrlichkeit, Wahrheit ist nicht gut für die Kinder Finders, das stört ihre Geschäfte. Also haben sie selbst etwas erfunden, etwas Krageliges, Krickeliges, das keiner lesen konnte. Und während die Kinder Friers eine festgelegte Schreibrichtung haben, das heißt sie also mit der Sonne herum, wie auch immer das gemeint war, ob das jetzt heißt von links nach rechts, so wie eben die Sonne aufsteigt und untergeht, oder vielleicht eine gewisse Drehung der Buchstaben, wie auch immer, das war also festgelegt bei den Kindern Friers und so konnten eben alle nachfahren. Diese Schrift prima lesen. So war die Schrift der Kinder Finders spätestens für die Kindergeneration oder die Enkelgeneration unlesbar. Hinzu kam, dass die Finders, weil sie ja immer krumme Geschäfte machen und weil sie es mit der Ehrlichkeit nicht wirklich haben, ihre Schrift natürlich auch verschlüsselt haben. Sie wollten ja nicht, dass irgendjemand das lesen kann, was sie da krickeln, weil wer krumme Dinger dreht, will natürlich nicht, dass jemand anderes äh, das lesen kann. Das war bei den Kindern Frias nicht der Fall. Sie waren offen, ehrlich, gerade heraus klar und rein. Und deswegen war die Schrift auch für alle lesbar. Die Kinder Finders hatten immer etwas zu verbergen. Wie gesagt, wer krumme Dinger dreht, hat etwas zu verbergen. Und so äh, war die Schrift der Finders nicht von langer Dauer. Und irgendwie übernahm man dann nach und nach dann doch äh, das System der Kinder Frias. Aber man hat es natürlich bis in die heutige Zeit hinein ein wenig verändert. Aber man kann schon sagen, dass die Zeichen der Runen in vielen Schriften wiederzufinden sind. Vielleicht mit Ausnahme der chinesischen Schriften nach meiner Einschätzung, die halt wesentlich komplizierter und schnörkeliger und kringeliger ist als die Runenschrift. Wir lesen weiter. Hierunter ist die Standschrift, darunter die Runenschrift, Förder die Zahl Nenner auf beiden Weisen. Also da gab es jetzt in dieser Urkunde eben Schriftbeispiele, wie geschrieben wurde. Mir stehen diese Bilder nicht zur Verfügung. Aber vielleicht kann man sie in den beiden Büchern über die ura Chronik, das ist also von einem Autor, von Hermann Wirth, oder auch über die öra Chronik, Eine kleine Änderung im Namen, aber dieselbe Chronik von einem anderen Autor nachlesen bzw. nachsehen. Wir lesen weiter. Dies steht auf allen Burgen geschrieben. Ehe die arge Zeit kam, war unser Land das Schönste in der Welt. Die Sonne stieg höher und es gab selten Frost. An den Bäumen und Sträuchern wuchsen Früchte und anderes Genüge, die nun verloren sind. Unter den Grassaaten hatten wir nicht allein Korn, Hafer und Bleide, sondern auch Swete. Süße Äpfel, die gleich Gold blinkten und die man unter den Sonnenstrahlen Dörren konnte. Die Jahre wurden nicht gezählt, denn das eine Jahr war so freudig wie das andere. Also während gewisse Texte nur in Textland an der Burgmauer zu finden waren und andere Texte wieder an den einzelnen anderen Burgen, die verstreut äh, im Reich Frias lagen, zu lesen waren, so war das etwas, was an allen Burgen geschrieben stand, einfach zur Erinnerung und zur Ermahnung für alle Frias. Und jetzt gehen wir in das hinein, was die, die Griechen das goldene Zeitalter nannten. Es war also eine Zeit, und wir kommen auch darauf, eine Zeit, in der weder Kinder Finders noch Kinder Lydas ähm, die Hochkultur störten, zerstörten, aussaugten, parasitierten oder beraubten. Also in dieser Zeit waren die Kinder Frias alleine unter sich und es war alles paradiesisch. Die Sonne äh, schien wunderbar, es gab selten Frost. Und die Natur brachte überreich Getreide und Gemüse und Obst hervor. Jetzt mag der eine oder andere sich natürlich dafür interessieren, wie kann das sein, was war bezüglich der klimatischen Verhältnisse in dieser Zeit. Aber das ist jetzt nicht das, worauf ich Augenmerk legen möchte. Ich vermute, dass man darüber vieles finden kann, aber mir ist es ehrlich gesagt relativ gleichgültig. Ob es jetzt hier wärmer war oder nicht, oder in welchen Regionen es wärmer war. Letztendlich sagt ja auch Alois Irlmeier zum Beispiel, dass nach den drei Tagen Finsternis in unserer Region auch wieder die Wärme einkehrt. Klimawandel gab es immer, die Klimazonen haben sich immer verschoben, und so wird es wahrscheinlich sein, solange dieser Abenteuerspielplatz Erde besteht, dass immer ein Wandel ist. Denn Panther Rey, wie die alten Griechen sagten, alles fließt. Alles ist im Wandel und der Wandel ist das einzig Beständige. Wir lesen weiter. Auf der einen Seite wurden wir von Vraldas See eingeschlossen, auf dem kein Volk außer uns fahren mochte noch konnte. An der anderen Seite wurden wir von dem breiten Twiskland, dem Zwischenland umzäunt, wodurch das Findervolk nicht zu kommen wagte, wegen der dichten Wälder und des wilden Getiers. Gegen Morgen grenzten wir an das Außenende der Astersee, also der Ostsee, gegen Abend an die Mittelsee, so dass wir außer den kleinen wohl zwölf große Süßwasserströme hatten, uns durch Vralda gegeben, um unser Land kräftig zu halten und um unserem tapferen Volke den Weg nach seiner See zu weisen. So, also mit diesen Worten wird die Größe des damaligen Reichs der Frühjahrs Umschrieben, zwölf große Ströme lagen in diesem Reich. Es reichte von der Ostsee bis zum Mittelmeer und es war geschützt durch das Meer. Nur die Söhne Friers konnten das Meer befahren. Irgendwann haben die Finders dann eben verschiedene Ideen geklaut, zum Beispiel äh, diese äh, Boote, mit denen man auf der äh, offenen See fahren konnte. Aber es gab wohl eine Zeit, da hatten die Finders noch keine Boote und ließen deshalb die Friers in Ruhe. Dann das Twiskland, also ein Zwischenland, wahrscheinlich ähm, die osteuropäischen Wälder, waren auch ein Schutz vor den Kindern Finders, die sich durch diese Wälder nicht trauten. Und so waren also über lange, lange Zeiträume die Friers unter sich und konnten eine einzigartige Hochkultur aufbauen und konnten ungestört dort ihr Leben fristen. Wir lesen weiter. Die Ufer dieser Ströme wurden fast allesamt von unserem Volke besessen. Auch die Felder an dem Rhein, von dem einen Ende bis zum anderen. Gegenüber den Dänemarken und Juttenland hatten wir Volkspflanzungen mit einer Burgmaid. Von dort gewannen wir Kupfer, nebst Teer, Pech und einigem anderen Behuf. Gegenüber unserem vormaligen Westland hatten wir Britannien mit seinen Zinnlanden. Britannien war das Land der Bannlingen, der Geächteten, die mit Hilfe ihrer Burgmaid weggezogen waren, um ihren Leib zu behalten. Doch damit sie nicht zurückkommen sollten, wurde erst ein B vorn auf ihre Stirn geprickelt, den Bannlingen mit roter Blutfarbe und den anderen Missetätern mit blauer Farbe. Außerdem hatten unsere Seeleute manche Stapelplätze in den nahen Krickerlanden und in Lydia. In Lydia sind die schwarzen Menschen. So, hier haben wir noch eine Präzisierung des äh, Reichsgebiets äh, der Frierländer. Es ging also bis an den Ärmelkanal, bis an die Biskaya gegenüber von Britannien. Bis dorthin zog sich also sozusagen die Verwaltung der Frias. Und wenn wir das bedenken, sehen wir, wie stark wir eingeschlossen sind inzwischen von Nicht-Frias-Völkern. Im Übrigen werden die Franzosen in der Uralinder-Chronik auch als Golan bezeichnet. Und äh, wenn wir das im Sinn haben, verstehen wir, warum äh, Frankreich und Deutschland eine über tausendjährige Feindschaft hatten, die immer mal wieder in schlimmen Zerstörungen kulminierten. Das geht äh, auch in den Dreißigjährigen Krieg hinein, das geht in die Zeiten des Napoleonischen Krieges, das geht in den Ersten Weltkrieg und viele, viele weitere kriegerische Auseinandersetzungen, die die Kinder Frias immer wieder mit den Golan hatten. Und dann wird uns etwas über Britannien erzählt. Wir erinnern uns, ein Übeltäter konnte sein Leben. Bewahren, wenn die Burgmaid ihm die Erlaubnis gab, ins Exil zu gehen. Und die Britannen, die Engländer, das sind diejenigen, die eben aus dem Land Frias hinausgeworfen wurden, weil sie eben krumme Hunde waren. So ähnlich wie es die Engländer mit den, mit den Gefangenen gemacht haben, die man nach Australien abschob. Alles, was man in England nicht haben wollte, hat man aufs Boot gesetzt und äh, sie nach Australien gebracht. So haben die Kinder Frias eben die Bannlinge nach England gebracht, in die Zinnlande. Dort mussten sie ihre Strafe abarbeiten in Zinnbergwerken, durften auch nicht mehr wiederkommen und wurden gekennzeichnet, geprickelt, also offensichtlich eine Art Tätowierung. Man hatte ihnen sozusagen ein Kennzeichen auf die Stirn angebracht. Kenner der Bibel denken jetzt natürlich an Hesekiel, wo ein Sekretär herumgeht und Kennzeichen an der Stirn von Menschen anbringt. Und ja, diese ähm, Bannlinge haben dann eben ihre eigene Kultur entwickelt und wir wissen, die Engländer seit Anbeginn sozusagen der äh, Zeit, in der wir das mitverfolgen können, was sie da so treiben, ähm, waren natürlich immer räuberisch, Piraterie, andere Länder ausrauben, zusammenklauen, das sind nun mal die Gene der krummen Hunde, die nach England ausgewiesen wurden und die haben sich eben dort gehalten. Man darf das nicht unterschätzen. die kriminelle Energie der Engländer ist heute noch genauso hoch wie damals, wenn es eben darum geht, andere Länder zu überfallen und auszurauben. Dann wird noch erwähnt, dass die Seefahrer der Frias verschiedene Stapelplätze, also sozusagen Handelsposten, in verschiedenen Ländern hatten. Zum Beispiel eben in Afrika, wo die schwarzen Menschen leben, oder eben in den Kreckerlanden. Und da ähm, kam mir beim Hören die Idee, dass ja zum Beispiel in Kroatien die Insel Krk liegt. Und ähm, es gibt eine Reihe von Sprachen, die keine Vokale schreiben, sondern nur Konsonanten. Und vielleicht sind die Kreckerlande. Eben der Balkan. Und die fernen Kreckerlande sind eben Südosteuropa bzw. der Nahe Osten. Und Krk stand eben namensgebend für diese gesamte Region. Kräcker, Krk. Wir lesen weiter. Da unser Land so geräumig und groß war, hatten wir viele absonderliche Namen. Diejenigen, welche saßen östlich von den niederen Marken, den Dänemarken wurden Jutten geheißen. Die, welche saßen auf den Inseln, wurden Sturar, also Steurer, Seekämpen und Angelaren geheißen. Die, welche von dort bis zu dem nächsten Kreckerland saßen, wurden bloß Katheimer genannt, weil sie nie hinausfuhren. Die, welche in den hohen Marken saßen, welche an die Twisk Lande grenzten, wurden Sachsmänner geheißen. Aus dem Grunde, weil sie immer gewappnet waren, wider das wilde Tier und die verwilderten Britnen. Briten. Überdies hatten wir die Namen Landsassen, Meersassen und Holz oder Waldsassen. Also es gab natürlich im Reich der Frias verschiedene Regionen. Und die werden uns jetzt hier aufgezählt. Es gibt also die niederen Marken, die Däne-Marken, vielleicht von Dan, den kennen wir aus der Bibel, einem Sohn Jakobs, Dan, der saß auch, so sagt es die Bibel. An den Gestranden des Meeres, Dan. Vielleicht sind eben auch die zwölf Stämme Israels die zwölf Stämme der Frias, Dan. Und äh, er saß also an der Ostsee, am Meer. Und dann gab es diejenigen, die auf den Ostseeinseln saßen. Vielleicht gehörte dazu eben auch Skandinavien. Wer weiß es? Das waren die Juden. Heute gibt es ja noch Jutland als Region in Dänemark. Dann gab es welche, die nie ausfuhren. Die saßen dann eben im heutigen Österreich, im heutigen Ungarn, vielleicht in der heutigen Tschechei. Wir dürfen nicht vergessen, Prag war die erste deutsche Universität, die es überhaupt gab. Also generell die erste Universität. Sie war deutsch und Prag war damals eine deutsche Stadt und es wurde eine deutsche Universität gegründet. Das Herzogtum Bayern reichte noch bis Verona. Das war im 9., 10. Jahrhundert unserer Zeit. Also die Siedlungsgebiete der Deutschen gingen dann eben noch bis zur Donaumündung am Schwarzen Meer, die Siebenbürgen, Schwaben und, und, und. Also die Kinder Frias waren in ganz Zentral-, Süd-, Nord-, Ost- und Westeuropa verteilt, eben in diesen Regionen. Land saßen, die saßen einfach mitten am Land, Meer saßen, die saßen an der Küste, Holz und Wald saßen, die saßen eben im Wald und weite Regionen Deutschlands. Weite Regionen Osteuropas waren ja noch stark bewaldet. Zum Glück haben wir ja jetzt eine äh, überaus fähige Verwaltung, die jetzt dafür sorgt, dass unser Baumbestand, der uns einfach zu viel wird, äh, es ist ja furchtbar störend, wenn überall Wald ist, jetzt wenigstens äh, nach China abwandert. Also da können wir uns schon bedanken, dass wir auch so fähige Verwaltung haben. Also damals gab es noch Wald unzugängliche Regionen, alles voll mit Wald und dort saßen die Waldsassen. Wir lesen weiter: Wie die arge Zeit kam. Den ganzen Sommer war die Sonne hinter den Wolken verborgen, als wollte sie die Erde nicht sehen. Der Wind ruhte in seiner Höhle, wodurch Rauch und Dampf gleich Säulen über das Haus und Pfuhlen standen. Die Luft war also trüb und dämmerig, und in den Herzen der Menschen war weder Frohsinn noch Freude. Inmitten dieser Stille begann die Erde zu beben, gleich wenn sie sterbend wäre. So, jetzt schildert die Uralinder Chronik eine Katastrophe. Möglicherweise der bekannte Meteoreinschlag um 1200 vor Christus. Aber es ähm, kann für mich jetzt nicht schlüssig zu einer Zeitepoche zugeordnet werden. Vielleicht ging es auch um den Untergang von Atlantis. Wie auch immer, es gab immer wieder große Naturkatastrophen, also sie schildert jetzt eine solche Naturkatastrophe. Es schien keine Sonne, es wehte kein Wind, die Menschen waren in furchtvoller Erwartung. Im Übrigen kann das Gleiche auch für das Jahr 1816 gesagt werden. Schlag das einmal nach, das Jahr, in dem kein Sommer war. Da war es also auch im Juli nicht wesentlich wärmer als 1, 2, 3 Grad. Und in diesem Jahr fiel auch die gesamte Ernte aus. Das war auch dann äh, die Ursache zum Beispiel für den Stuttgarter Vasen, der dann eingeführt wurde, weil nach dieser großen Katastrophe äh, die Qualitätswissenschaft sagt, das hat mit einem äh, Vulkanausbruch äh, in Indonesien zu tun, der also dann die ganze Welt verdunkelte und äh, abkühlen ließ. Und ein Jahr später gab es dann wieder die erste Ernte, und deswegen wurde dann der Stuttgarter Vasen gefeiert als sozusagen riesiges Erntedankfest. Ähm, wie gesagt, wann das genau war, das entzieht sich mir. Äh, ob das jetzt äh, eine Schilderung des äh, Untergangs Atlantis äh, war oder eine Schilderung äh, des Untergangs gewisser Landstriche, äh, die das heutige Wattenmeer, die heutige Nordsee äh, darstellen. Oder ob es um eine andere Naturkatastrophe ging. Die Edda spricht ja auch von einem Weltenbrand. Die Bibel spricht von einer Sintflut Wasser. Die Edda spricht von einem Weltenbrand. Und auch die griechische Mythologie kennt einen Weltenbrand. Aber wie gesagt, schwer das jetzt zuzuordnen. Wir lesen weiter. Berge splissen voneinander, Feuerspeiende und Lohe. Andere sanken in ihren Schoß nieder. Wo sie erst Felder hatte, hob sie Berge empor. Altland von den Seeleuten Atlant geheißen sank nieder und das wilde Haff trat so lange über Berge und Täler, bis alles in der See versenkt war. Viele Menschen wurden in der Erde verschüttet und viele, die dem Feuer entkommen waren, kamen danach in dem Wasser um. Nicht allein in den Ländern Findas spielen die Berge Feuer, sondern auch in Twiskland. Wälder brannten dadurch hintereinander weg. Und der Wind, der von dannen kam, wehte unser Land voll Asche. Flüsse wurden verlegt und an ihren Mündungen kamen neue Inseln von Sand und treibendem Getier. Also das muss eine sehr große, eine gewaltige Katastrophe gewesen sein. Gewisse Teile Altlands, also möglicherweise eben das Watt, versank, wurde überspült. Aber es gab auch Feuer. Also es gab Wasserkatastrophe, es gab eine Feuerkatastrophe. Was auch immer dort geschehen sein mag, ich habe nicht den Einblick, vielleicht äußern sich dazu andere Leute, die in Sachen Katastrophen forschen. Was auch immer geschehen sein mag, es hatte gewaltige Umwälzungen zur Folge. Das hatte auch einen großen Einfluss auf die Siedlungsgebiete der Frias, weil jetzt nach und nach eben auch die Finders ins Land strömten und viele, viele, viele Menschen verloren ihr Leben in diesen Katastrophen Feuer, Vulkan, Überschwemmung. Wir lesen weiter. Drei Jahre war die Erde also leidend, aber als sie besser wurde, konnte man ihre Wunden sehen. Viele Länder waren versunken, andere aus der See aufgestiegen und das Twiskland halbteils entwaldet. Banden des Findervolkes überzogen die ledigen Gegenden. Unsere Weggezogenen wurden vertilgt oder sie wurden ihre Hörigen. Da wurde Wachsamkeit uns doppelt geboten und die Zeit lehrte uns, dass Eintracht unsere stärkste Burg ist. So, also drei Jahre dauerte diese Katastrophe an und wie gesagt, gewaltige Umwälzungen. Jetzt gab es keine schützenden Wälder mehr und Finders banden vielen ins Land. Raubten, mordeten, versklavten. Und in gewissen Regionen, in denen bisher die Kinder Frias in äh, Frieden leben konnten, die eben etwas weiter entfernt waren von den Kernlanden Frias, aber auch von Frias besiedelt, fielen nun den Finders anheim und wurden von ihnen versklavt, ausgebeutet, ermordet. Und äh, als Lehre aus diesem ganzen Durcheinander, das sich nach dieser gewaltigen Naturkatastrophe ergab, ähm, wurde den Friers gelehrt, wir müssen zusammenhalten. Wir müssen zusammenstehen. Das hatten wir ja gerade schon in Verbindung mit dem ähm, Haus, das am Rhein weggespült wurde von einem Sturm. Und hier haben wir es wieder. Gegen den Einfall der Finders in unser Land müssen wir zusammenstehen. Und wir haben jetzt Millionen Finderkämpfer im Land. Und lasst euch bitte nicht täuschen. Sie sind nicht zu einer friedlichen Koexistenz hierher gekommen, sie sind hierher gekommen, um zu erobern. Und die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir zusammenstehen. Natürlich sind die dunklen Eliten sehr clever in der Spaltung des Volkes, aber es bleibt nur zu hoffen und wir sollten wirklich uns bemühen und auch daran arbeiten, dass wir einfach zusammenstehen, dass wir uns organisieren. Unter Gleichgesinnten und dass wir uns eben absprechen, wie wir uns gegenseitig stärken können und wie wir dieser offenkundigen Gefahr gegenübertreten können. Auch wenn ein Großteil der Bevölkerung blind ist, was diese Gefahren betrifft und blind ist, was die Lektionen betrifft, die die Geschichte uns immer wieder lehrt. Wir lesen weiter. Dies steht an der Waraburg bei der Aldegamunde geritzt. Die Wahrerburg ist keine Maidenburg, sondern darin werden alle ausheimischen und ausländischen Dinge verwahrt, die mitgebracht sind von den Seeleuten. Sie ist drei Pfähle, das ist eine Halbzeit südwärts von Medeas Blick gelegen. Also ist das Vorwort: Berge neiget euren Gipfel, Wolken und Ströme weinet, ja, Schonland erröte. Sklavenvölker treten auf dein Kleid, O Fria. Also, hier finden wir einen kurzen Text auf die Wand der Waraburg bei Aldegarmünde geritzt. Die Waraburg war jetzt keine eigenständige Burg mit Burgmeiden und einer Mutter, sondern äh, die Waraburg war einfach eine Art Lagerhaus, in dem all das, was die Seefahrer mitbrachten, gelagert wurde. Und an äh, einer Wand dieses Lagerhauses stand eben geschrieben, dass äh, die Berge, Gipfel, Wolken, Ströme weinen sollten, weil jetzt die Sklavenvölker in das Land der Frias eindrangen, quasi auf ihrem Kleid standen und es besudelten. Und diese Entwicklung hält seit vielen tausenden von Jahren an. Und diese Entwicklung entspricht nicht der Vorstellung Vraldas von der göttlichen Ordnung und von den klar ersichtlichen Siedlungsgebieten eines jeden Volkes. Und es wird es ist und es wird wieder in einer Katastrophe münden. Davon ist auszugehen. Wir lesen weiter. Also ist die Geschichte. Hundert und ein Jahr nachdem Altland versunken ist, kam da aus dem Osten ein Volk her. Das Volk war vertrieben durch ein anderes Volk. Hinter unserem Twiskland gerieten sie in Zwiespalt. Sie teilten sich in zwei Haufen, von denen ein jeder seines Weges ging. Von dem einen Teil ist keine Erzählung auf uns gekommen, aber der andere Teil fiel hinten in unser Schonland. Schonland war spärlich bevölkert und an der Rückseite am spärlichsten. Darum vermochten sie es ohne Streit zu gewinnen, und da sie sonst nichts zuleide taten, wollten wir darob keinen Krieg haben. Nun wir sie kennengelernt haben, so will ich über ihre Sitten schreiben, nachdem wie es uns mit ihnen ergangen ist. Also, der Schutzwall aus dichten Wäldern war gefallen und jetzt kamen die ersten Völker aus äh, den innerasiatischen Steppen nach Zentraleuropa, nach Mitteleuropa, nach Westeuropa. Und äh, hier wird von einem Volk gesprochen, das sozusagen vertrieben wurde von den anderen Völkern. Vielleicht ich könnte es mir so erklären, waren das Mongolen, die eben von den Chinesen vertrieben wurden. Und es gab in der Geschichte wohl mehrere Mongolen Stürme und offensichtlich haben sie es immer wieder versucht in Europa Fuß zu fassen. Wir wissen auch, dass die Türken Mongolen sind, Turkvölker. der Turkvölker Gürtel geht bis in die Mongolei und sie kamen einmal eben als Magyaren als Ungarn, in Zentraleuropa kriegerisch an. Sie kamen einmal als Mongolen im Mongolensturm in Europa kriegerisch an. Sie kamen als Hunnen, das war noch vor den Magianen, in Europa kriegerisch an. Und sie kamen dann letztendlich als Türken, als Osmanen in Europa kriegerisch an. Das Ziel war immer dasselbe, Unterwerfung der Frias, Ausbeutung, parasitäre Versklavung. Und hier haben wir also einen Anfang der Geschichte möglicherweise. Und dieses Volk ähm, teilte sich dann in zwei Teile. Und äh, was es zu beachten gilt und weshalb ich es so interpretiere, ist, dass das finnische und das ungarische stark miteinander verwandt sind. Und den Ausdruck Finnen finden wir demnächst auch immer wieder in der Uralinder Chronik. Das heißt ein Volk ging dann in die hinteren Schonlande. Das war wohl das heutige Finnland. Und ein anderer Teil dieses Volks äh, ging dann nach Süden, also in das heutige Ungarn. So würde ich es interpretieren. Äh, wissenschaftlich sicherlich nicht exakt, aber ähm, nur als kleiner Erklärungsversuch von meiner Seite. Und äh, ja, dann kamen also die Friers in Berührung mit diesem Volk und haben einiges lernen müssen. Und es wäre schön gewesen, hätte unser Volk heutzutage aus der Geschichte gelernt. Bitte nicht vergessen, die Habsburger führten 800 Jahre Krieg gegen die Osmanen und wir haben daraus nichts gelernt. Wir lesen also weiter. Das Volk war nicht so wild wie viele Geschlechter Finders. Aber den Ägypterländern gleich. Sie haben Priester wie diese und nun, sie Kirchen haben, auch Bilder. Die Priester sind die einzigen Herren, sie heißen sich selber Magyara. Ihre Alleroberster heißt Magi. Er ist Hauptpriester und König zugleich, all das andere Volk wird für Null gehalten und ist gänzlich und gar in ihrer Gewalt. Das Volk hat keinen Namen, von uns sind sie Finnen geheißen. Sonst sind sie nicht zu beneiden. Denn sie sind Sklaven ihrer Priester, aber noch viel Ärger ihrer Meinungen. Sie meinen, dass alles übler Geister voll ist, welche in Menschen und Tiere schleichen. Aber von Vraldas Geist wissen sie nichts. Sie haben Steinwaffen, die Magyaren kupferne. Die Magyaren erzählen, dass sie böse Geister bannen und ausbannen können. Derob ist das Volk gänzlich in banger Furcht. Und in ihrem Wesen ist nimmer Frohsinn zu spüren. So, jetzt treffen die Kinder Friers zum ersten Mal auf eine Priesterkultur. Wir haben bis jetzt in der Uralinder Chronik nichts von Priestern gelesen. Wir haben nichts von religiösen Schriften gelesen. Wir haben nichts von Kirchen, religiösen Gebäuden und Bildern gelesen. Das war den Friers unbekannt. Und jetzt kam also sozusagen das Finnenvolk mit ihrer Priesterklasse, den Magyaren. Ja, und die Magyaren, das ist ja ein Name für die Ungarn heute noch. Also vielleicht waren die Magyaren äh, die herrschende Klasse, das herrschende Geschlecht und die restlichen Finnen waren einfach nur ähm, in Aberglauben und in Furcht und Unterwerfung gehaltene. Sklaven, obwohl sie aus diesem Volke entstammten. Also diese Magian haben einen hohen Priester. Haben wir heute noch, da sind diese Herren mit den Käppchen, die in verschiedenen Religionen rumturnen. Und sie haben eben eine Priesterklasse, die sozusagen den Takt angibt. Man darf sie nicht beneiden, so hat es zumindest ein Frier analysiert, als er auf sie blickte. Friers waren freie Menschen ohne Aberglaube ohne Angst vor den Göttern, ohne Angst vor den Ahnen, ohne Angst vor übel gelaunten Geistern, das kannten unsere Vorfahren nicht. Aber die Magian und die Finnen kannten diesen Aberglauben und sie waren schlimm, schlimm, schlimm versklavt. Bedauerlicherweise hat dieses religiöse System gewonnen. Die Freiheit der Kinder Frias wurde zerstört und das ähm, abergläubische System der Magian, der Finnen hat sich durchgesetzt. Und wenn man auch heutzutage nicht mehr an böse Geister glaubt oder an ähm, misslaunige Götter, so glaubt man doch an andere irrwitzige Ideen, wie zum Beispiel, ähm, ihr wisst ja schon, das, was die Freitagshüpfer glauben oder ähm, ja, all, all diese ganzen irrsinnigen Auswüchse, die auch religiöse sozusagen... Bedeutung für die Menschen haben, die da inbrünstig daran glauben. Der ganze Wahnsinn, der heutzutage vor uns aufblüht, der wie äh, Eiter der Geisteskrankheit aus den Zivilisationen heraus eitert, das ist genauso ein Aberglaube wie das, was die Magyaren abergläubisch dachten. Wir lesen weiter. Als sie sich nun richtig niedergelassen hatten, suchten die Magian bei uns Freundschaft. Sie rühmten unsere Sprache und Sitten, unser Vieh und unsere eisernen Waffen, die sie gerne für ihre goldenen und silbernen Zierraten eintauschen wollten. Und ihr Volk hielten sie immer innerhalb der Grenzpfähle. Aber das führte unsere Wachsamkeit irre. Ja, also diese Magian durften dann mit Erlaubnis der Frier sozusagen in bestimmten Gebieten siedeln und ähm, sie haben sich ähm, eingeschmeichelt. Ich sehe hier auch wieder so viele Parallelen heutzutage. Ich will da aber nicht zu so üppig werden in meinen Ausführungen, sonst haut die Zensur rein und das Video ist fort und ich kriege einen Strike, habe ich keine Lust drauf. Aber guckt einfach mal selber, wie ähm, gewisse Kreise in unseren Ländern Fuß fasten und wie sie sich so nach und nach durchsetzen. Das waren ähm, Prozesse, soziale äh, Abläufe, wie wir sie eben auch vor 4000 Jahren hätten beobachten können und wie wir daraus hätten lernen können, wäre nicht die breite Masse vollkommen geschichtsvergessen. Und sie haben also ähm, großzügig Geschenke gebracht und äh, haben alles eingetauscht und haben sozusagen dann unsere ahnen schläfrig gemacht. und ich hatte viel auch mit kriegerländern zu tun beruflich. auch wenn die nation heute anders heißt und auch nicht islamisch ist, so ist es doch das blut, das in diesen menschen walt. und meine erfahrung war immer, dass diese so viel gelobte von gutmenschen so viel gelobte gastfreundschaft immer berechnend ist. immer. Und äh, untereinander sind sie sehr wohl berechnet. Also, ich habe dich zu einem Teller Spaghetti eingeladen, jetzt musst du mir aber ähm, schon mal Pasta al Forno servieren. Und dann habe ich ähm, bei dir Pasta al Forno gegessen, jetzt muss ich dir schon das nächsthöhere Gericht ähm, sozusagen vorsetzen. Also, banales Beispiel, aber so funktioniert das. Äh, das ist immer alles berechnend. Und das hat sich, wie gesagt, bis heute nicht geändert. Lasst euch bitte nicht von dieser vermeintlichen Gastfreundschaft täuschen. Es ist Berechnung. Und damals war das schon so und heute ist es nicht anders. Wir lesen weiter. 80 Jahre später, 2012 vor Christus, just war es Julfest. Da kamen sie unerwartet, gleich Schnee durch Sturmwind getrieben, über die Lande gerannt. Die nicht fliehen konnten, wurden getötet. Frier wurde angerufen, aber die Schonländer hatten ihren Rat vernachlässigt. Da wurden Kräfte gesammelt, drei Pfähle von Goderburg wurde ihnen widerstanden. Der Krieg blieb da. Kat oder Katharine, so hieß die Maid, die Burgmaid auf Goderburg war? Kat war stolz und hochfertig, darum ließ sie weder Rat noch Gefolgschaft von der Mutter erbitten. Aber als die Burgherren das erfassten, sandten sie selber Boten nach Texland zu der Mutter dort. Minna, so war der Name der Mutter, Ließ alle Seeleute aufbieten und all das junge Volk von Ostfleiland und von den Dänemarken. Aus diesem Zuge ist die Geschichte von Wodin entstanden, welche an den Burgen ist, geritzt und hier abgeschrieben ist. So, also, diese Illusion, dieser geisteskranke Traum von Multikulti im Gebiet des heutigen Finnlands, dauerte 80 Jahre. Dann waren die Magyaren, die Finnen, stark genug. Und zahlenmäßig groß genug, um das zu tun, was sie eigentlich tun wollten. Nämlich angreifen. Und so attackierten sie quasi die Ausläufer ähm, der Kinder Frias. Dann möglicherweise auf dem Gebiet des heutigen Schweden. Das war so ziemlich genau vor 4000 Jahren. Damals, ähm, kann man sagen, waren unsere Ahnen noch unerfahren. Sie kannten die Leute, mit denen es ist da... Zu tun hatten nicht. Sie wussten nicht, wie Finders ticken und dass sie heimtückisch und mordlustig sind. Wir heute wissen es besser. Wir brauchen nur in die Geschichtsbücher zu blicken, auch wenn äh, die Geschichte selber möglicherweise unzuverlässig ist, aber ähm, das Mittelalter lehrt uns, äh, welchen Geisteskind die Söhne Finders sind. Und äh, ja, wie gesagt, damals waren sie völlig überrascht, weil das war neu. Die das waren ja erst so 100 Jahre in den Siedlungsgebieten der Frias. Wir heute wissen es besser und umso schlimmer ist es, dass wir heute absolut nicht wachsam sind. Also die äh, Finnen, die Magianen überfielen dann also äh, die Siedlungsgebiete der Frias. Sie überfielen die äh, Godaburg oder wollten sie überfallen. Und äh, dort konnte ihnen dann widerstanden werden. Also... Das war sozusagen die Frontlinie. Und jetzt haben wir schon einen ersten Schatten, der auf ähm, das Matriarchat fällt. Die Burg Maid, äh, die Burgmutter dieser Goderburg war Kat oder Katharine. Und das war ein Sturkopf. Sie war hochfertig und stolz und ließ sich nichts sagen. Sie war wahrscheinlich der Meinung, das kriegen sie selber gut hin oder. Sie war so ein Multikulti-Fan und ähm, wollte also mit Liebe, Liebe, Liebe und äh, gemeinsamem äh, Tanzen und Singen den Konflikt beseitigen, so wie das eben heute viele Leute tun wollen, hat aber nicht funktioniert. Zum Glück waren auf ihrer Burg ein paar Burgherren, die noch bei Verstand waren, und die haben um Hilfe nach Texland gesandt, also quasi in den Hauptsitz. Und zum Glück kam auch Hilfe aus Texland an. Und das ist die Geschichte von Wotan, Wodin, Odin. Und wir werden dann auch kennenlernen, dass das kein Gott war, dass aber die findigen Magianpriester ihn dann irgendwann vergöttert hatten. Und wir werden auch darüber lernen, warum Götter quasi dann eingeführt wurden, auch bei den Kindern Frias und welche heimtückischen. Fiesen und hinterfotzigen Ziele, die Magian damit äh, verwirklichen wollten und anstrebten. Wir lesen aber zuerst jetzt mal den Bericht Wodins weiter. An der Munde, da wohnte in Ruhestand ein alter Seekönig. Sterig war sein Name und der Ruf seiner Taten war groß. Dieser alte Robbe hatte drei Neffen. Wodin, der Älteste, heimatete zu Lumpka Magia bei der E-Munde in Ostflieland zu Haus. Ehemals war er Hermann gewesen. Thunis und Inka waren Seekämpen und just nun bei ihrem Vater Onkel an der Aldegamunde zu Haus. Als die jungen Kämpen nun zueinander kamen, erkoren sie Odin zu ihrem Hermann oder König und die Seekämpen koren Thunis zu ihrem Seekönig und Inka zu ihrem Schuld bei Nacht. So, hier haben wir also jetzt ähm, den ersten Kontakt mit Wodin einem alten Hermann, einem erfahrenen Krieger, Wodin, Wotan oder wir lassen es wie weg, Odin, der mächtigste Gott der Asen, war laut Uralinder Chronik einfach nur ein mächtiger Krieger. Ob er einäugig war und einmal in einem Baum hing, das ähm, bleibt abzuwarten. Also die Uralinder Chronik sagt nichts davon, aber auf jeden Fall war er ein äußerst tüchtiger Krieger und er hatte wohl Zwei Jungs aufgenommen. Er war der Onkel der Jungs, hatte sie aber wohl zu Hause aufgenommen. Deswegen wird er in der Uralinder Chronik als Vateronkel bezeichnet. Das waren Tunis und Inka. Über Tunis werden wir noch einiges hören. Tunesien. Aber über Inka, der das Inka-Reich gründete, der also nach Südamerika ging, haben wir nichts mehr gehört. Außer eben die Geschichtsschreibung, die uns dann eben über die spanischen Conquistadores erreichte, allerdings ähm, wahrscheinlich auch abgefälscht und im Sinne der katholischen Kirche umgeschrieben. Aber äh, wir werden noch ein wenig über diese beiden hören, aber soweit erstmal der Bericht mit Wodin. Wir lesen weiter. Die Seeleute fuhren dann nach den Dänemarken. Dort nahm sie Wodin mit seiner streitbaren Landwehr an Bord. Der Wind war räumig, und so waren sie im Handumdrehen in Schonland. Als die nordischen Brüder sich mit ihnen vereinigt hatten, teilte Wodin sein gewaltiges Heer in drei Keile. Frier war ihr Waffenruf, und so schlug er die Finnen und Magyaren zurück, als ob es Kinder wären. Also, auf Initiative der Burg in Texland wurden Schiffe entsandt. Wodin ging mit seinen Leuten auf diese Schiffe. Fuhr nach Finnland, vereinigte sich dort mit den nordischen Brüdern, also den Kindern Friers, die dort waren. Offensichtlich wurde die störrische und unvernünftige und eventuell Burg Burgmaid ähm, kaltgestellt und es kam also dann zur Auseinandersetzung mit den Finnen und Magyaren. Und äh, in drei Keilen ähm, ging Odin, Wotan, Wodin gegen sie vor und ähm, es war wohl ein riesiges Gemetzel, denn ähm, sie fielen wie die Kinder vor der Macht der anstürmenden Kriegers Frias, die übrigens auch mit dem Kriegsruf Frier dann in den Krieg rannten. Soweit mein sechster Teil der Lesung der Uralinder Chronik. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Der Sinn des Lebens ist das Leben. Uns wurde ein Leben geschenkt und wir sollten es sinnvoll gestalten, auch indem wir über die Geschichte unserer Ahnen erfahren und die richtigen Rückschlüsse daraus ziehen. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst es euch bitte gut gehen. Musik